Hi, hier ist der Michael für MobiFlip und im heutigen Video geht es um das Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, den Google Pixel Stand und last but not least das Google Pixel 3 Case, vielmehr eins davon. Wie gesagt, zu diesen Geräten jetzt im folgenden Video mehr. Wir waren ja in der vergangenen Woche in Berlin auf dem Google Pixel Event und durften da auch ein bisschen Filmchen und Fotos machen von den neuen Geräten, die vorgestellt wurden, also Pixel 3, Pixel 3 XL und so weiter. Ist natürlich so immer so eine Sache unterwegs. Ich habe es geschafft, warum auch immer, kein Ton. Also meine ganze schöne Laberei, die ich aufgenommen habe und alles Mögliche für den Hintern. Deswegen jetzt in diesem Video in verlängerter und guter Version mit vielen schönen Sliderfahrten rund um die Geräte. Wir fangen ganz kurz an mit dem Google Pixel 3 Case. Als wir auf dem Event gewesen sind, vielleicht können wir uns das einblenden. Ich habe da ein Foto geschossen, gab es eine ganze Wand mit gefühlt, keine Ahnung, 150 dieser Cases. Dieses Pixel 3 Case war in unserem Goodie-Bäckchen dabei, also mit den Geräten, Testgeräten, die wir wieder zurückgeben müssen. Und das habe ich auch natürlich schon ausgepackt. Deswegen lege ich das mal kurz zur Seite. Ist ein schickes Ding. In diesem Falle hört es auf den Namen. Stoffcase. Mehr steht jetzt gar nicht dran. Ist so ein bisschen rot-weiß gehalten, würde ich sagen. Es ist ein sehr, sehr stabiles Case. Also es ist aus Plastik, natürlich ja. Man kann es auch ein bisschen biegen, aber es ist nicht so wabbelig, wie man sich das vorstellen würde. Die ganzen Ausschnitte sind natürlich auch vorhanden. Auch die sind mit Stoff überzogen. Das wichtigste Merkmal, der Power-Button ist auch hier wieder so neonleuchtend, wie schon zum Beispiel beim Pixel 3 dann nachher später auch. Die innere Gehäusehälfte von dem Case ist stoffmäßig überzogen, also ganz feiner Filz, würde ich sagen, dass es keine Kratzer gibt. Und wie ihr seht, ist der ganze Rand drumherum natürlich auch hochgezogen, bis auf unten der Anschluss für den USB-Anschluss. Und so viel also zu diesem Case. Wie gesagt, gab es eine ganze Wand davon, blenden wir euch ein. Und kann man bestimmt, sobald das Gerät rauskommt, auch für einen schmalen Taler kaufen. Streich das schmalen Taler, es kostet bestimmt einiges. Aber wir werden sehen. So viel dazu. Dann noch ganz kurz zum Pixel Stand, der auch dabei ist, weil die Geräte ja, also Pixel 3 wie auch Pixel 3 XL, jetzt endlich mal Qi, Qi, wie auch immer laden können, also drahtlos, hat sich Google nicht nehmen lassen, ein schickes kleines Equipment dazu beizusteuern, nämlich diesen Pixel Stand, der hier so eine kleine, wie soll ich das sagen, so einen kleinen Nupsi hat, damit dann da das Gerät drauf hält. Auch die ganze Oberfläche ist so ein bisschen gummiert. Und auch die Unterseite, die hier so orange ist, ist auch sehr rutschhemmend, also auch gummiert. Und wenn man es irgendwo hinstellt, steht es auch fest. Also ich kann das hier jetzt kaum vom Tisch bewegen. Wir haben auf der Innenseite den Typ-C-Anschluss und natürlich hier hinten einen Platz, um das Kabel rauszuführen. Und in der restlichen Verpackung finden wir dann, abgesehen von dem üblichen Papierwerk, auch noch ein schickes Ladekabel nebst USB-Typ-C zu Typ-C-Kabel. Also auch gleich hier für das entsprechende Netzteil, was auch einen Typ-C-Anschluss hat diesmal. Das passende Kabel dazu. Schickes Gerät auf jeden Fall. Kostet eine hübsche Stange Geld. Wenn ihr also schon anderes habt, könnt ihr natürlich das auch nehmen. Aber hier wird auf jeden Fall damit beworben, dass das Pixel dementsprechend angepasst ist. Das heißt, sobald ihr das Gerät auf die Ladestation legt, den Pixel Stand, könnt ihr weiterhin den Google Assistenten benutzen. Also einfach mit eurem Hallo Google irgendwelche Fragen stellen. Es gibt einen Bilder, also das Handy kann als Bilderrahmen genutzt werden, indem ihr einfach eure Fotos, die ihr drauf habt, dann werden dann in so eine Slideshow durchgeblättert und dergleichen. Also es ist natürlich schon ein bisschen optimiert darauf, dass das auch mit dem Stand, wenn das Handy so schön in dem Gerät liegt und auflädt, auch weiter genutzt werden kann und nicht nur einfach dasteht zum Aufladen. Schickes Gadget auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich das Google Pixel 3 holt, wird es vielleicht eine gute Idee sein, wenn man sich das gleich mitholt. Zumal das preislich dann das Ding auch nicht mehr so ganz fett macht. So, wir kommen also zu den Geräten selbst. Wir haben beide Geräte hier vorliegen, nämlich das Pixel 3 und Pixel 3 XL. Einmal in Black und einmal in Not Pink. Es gibt noch ein Clearly White. Also insgesamt drei Farben. Weiß, Schwarz und nicht Pink. Also es ist tatsächlich so, dass es im realen Leben, ich versuche es mal hier in die Kamera zu halten, wie soll ich das jetzt sagen, Pastell, Pink, Weiß zwischendrin ist. Also deswegen heißt es auch Not Pink. Es ist nicht weiß, es ist nicht pink, irgendwo so zwischendrin. Deswegen der schlaue Name Not Pink. Wie gesagt, beide Geräte haben wir hier. Der Unterschied ist natürlich ganz klar die Notch. Das sollte klar sein. Die restlichen Spezifikationen sollten ziemlich
genau die gleichen sein. Also der gleiche Prozessor ist verbaut. Wir haben Snapdragon 845. Wir haben 4 GB Arbeitsspeicher. Es gibt 64 GB interne Versionen und es gibt 128 GB interne Speicherversionen. Preislich unterscheiden sich die Geräte so knapp ein Hunderter. Also das kleinere Pixel kostet dann, oder das normale Pixel 3 kostet eben dann 850 knapp. Und 950 fängt dann das 3 XL an. Und jeweils knapp ein Hunderter mehr dann, wenn ihr dann die 128 GB Version nehmen solltet. Unterschied ist ganz klar, das Display. Wir haben einmal ein 5,5 und einmal ein 6,3 Zoll Bildschirm. Und ja, natürlich, wir brauchen nicht groß darüber diskutieren, eine richtig hübsche, also nicht wirklich hübsche Notch auf dem Pixel 3 XL. Es gibt kleine Gimmicks, man kann die ausblenden, man kann den Balken rüberlegen lassen. Mit hauseigenen Mitteln wird dann der Balken so weit runtergezogen und die Symbole kommen alle darunter. Wenn ihr die App Hide Notch nutzt, könnt ihr das Ganze noch personalisieren, also richtig anpassen und sagen, dass der Bogen, der danach unten ist, der Rand gebogen ist oder eben nicht. Und dann werden auch die Symbole weiterhin oben eingeblendet und ihr habt einfach dann einen schwarzen Balken zum Sehen. In der linken Seite habt ihr dann eben diese 5,5 Zoll hier im normalen Pixel 3 und dafür halt eben oben und unten einen Balken. Gerechtfertigt wird der Balken in dem Falle deswegen, weil im Pixel 3 in beiden Geräten natürlich oben und unten ein Speaker verbaut wurde. Also wir haben richtige schöne zwei Lautsprecher, die auch schick klingen. Und eben noch zwei Kameras in beiden Geräten, also sowohl im Pixel 3 als auch im Pixel 3 XL. Das heißt, ihr habt eine Selfie-Kamera vorne drin, die normal aufnimmt und eine extra für Weitwinkel, damit ihr eben größere Gruppen-Selfies oder so weiter machen könnt. Das muss natürlich irgendwo untergebracht werden und deswegen ist halt die Notch in dem Fall entsprechend größer. Man muss es mögen oder man muss es nicht mögen. Wenn ihr Freunde von Stock Android seid, die ganzen neuen Sachen wie QI und den Akku, das Display und die Power und so weiter haben wollt, kommt ihr sowieso nicht drum rum und werdet es euch kaufen, dann stört euch am Ende die Notch auch nicht. Mich persönlich stört die Notch zumindest im P20 Pro null. Ich habe das Ding am Anfang bemerkt und nach zwei Tagen, da habe ich erst neulich einen Bericht bei uns veröffentlicht, nach zwei Tagen gefühlt war die nicht mehr für mich da. Ich mache meine Videos Pinch to Zoom, mache die auf Vollbild, freue mich, dass ich einen größeren Ausschnitt habe. Ungefähr auf der Höhe von dem Speaker oder von der Notch habe ich sowieso einen Finger, weil irgendwo muss ich ja das Gerät auch festhalten und dann genieße ich praktisch die vollen, wie auch immer, wie viel Zoll das P20 Pro jetzt nochmal hat als Display und freue mich darüber, dass ich ein bisschen mehr Platz habe, als dass ich oben und unten einen fetten Balken habe. Geschmäcker sind verschieden, jeder mag es anders. Pixel 3 XL hat ihn jedenfalls, kommen wir nicht drum rum. 6,3 Zoll Bildschirm. Wir haben die zwei Kameras erwähnt. Es gibt die 443 ppi ist das Pixel 3 und 523 ppi hat das Pixel 3 XL. Wir haben auf beiden Geräten Gorilla Glass 5. Auch die Rückseite hat Gorilla Glass 5. In dem Fall in der typischen zwei Oberflächenvariante, also oben mehr so wie Glas, also glänzend und unten Soft Touch, also es ist auch leicht griffig. In der Variante in Schwarz natürlich eben schwarz und beim Weißen in Weiß. Not pink, not pink. Und man sieht immer diesen leicht abgetrennten Farbraum. Fingerabdrucksensor ist natürlich bei beiden Geräten hinten. Wenn der auch noch unten wäre, wo der Lautsprecher wäre, dann wäre das Kind nochmal dementsprechend größer. Die Maße könnt ihr euch so ungefähr anschauen. So, ich probiere es nochmal in die Kamera zu halten. Sodele. Die Maße der Geräte betragen 68,2 x 145, 6 x 7,9 hier im Falle des Pixel 3. Und hier haben wir 76,7, 158 und 7,9 mit 184 Gramm zu 148 Gramm. Also natürlich ist das kleinere Gerät auch leichter, ist eh klar. Ansonsten, wie gesagt, gibt es eigentlich keinen großen Unterschied. Akku natürlich noch hier knappe 3000 mAh, 2915 und 3430 beim Pixel 3 XL. Prozessor der gleiche 845 mit Adreno 630, 4 GB, 64 GB und so weiter. Kameras sind auch ebenfalls die gleichen. Das heißt, wir haben auf der Rückseite eine 12,2 Dual-Pixel-Kamera. Und zwei eben auf der Vorderseite für die Selfie-Geschichten. Google bleibt auch beim Pixel 3 dabei und nutzt weiterhin nur eine Kamera und motzt die praktisch mit AI und KI und wie auch immer man es nennen möchte auf. Funktioniert im Alltag auch wieder wunderbar, ähnlich wie das Pixel 2.
wirklich gute Fotos, kann man wirklich nichts dazu sagen. Leider fehlen in der aktuellen Firmware-Version noch Geschichten wie zum Beispiel der Nachtmodus. Den gibt es einfach noch nicht. Der soll erst noch freigeschalten werden im Laufe des Jahres. Keine genauen Daten bekannt, wann. Das heißt, ich kann diesen Modus, gerade der würde mich natürlich im Vergleich zum P20 Pro interessieren, leider nicht testen und auch nichts drüber sagen. Aber normale Fotos wie immer, die Selfie-Fotos, die Bokeh-Geschichte wurde aufgebohrt. Man kann jetzt mit Reglern noch einstellen, wie stark der Bereich hinter mir unscharf sein soll, etc. Da kann man wirklich nicht sagen, wieder top erweitert. Es gibt diese Geschichte mit Burst-Modus, wo mehrere Fotos aufgenommen werden und dann wird praktisch von der AI rausgefiltert, wer auf welchem Foto alle drei auf dem Foto lachen und so weiter und eben nicht das Foto ausgewählt, wo einer gerade die Augen zumacht oder sowas. Natürlich nur empfohlen, es wird nicht automatisch gemacht, sondern es wird einfach vorgeschlagen, ihr nehmt jetzt das Foto und so weiter. Verarbeitungstechnisch machen beide Geräte wirklich was her, also es gibt qualitativ nichts zu sagen, kann man überhaupt nicht, wirklich nicht, weder von der vom Gewicht noch von den Maßen noch, also ich kann alle Geräte gut bedienen, liegen wirklich gut in der Hand. Man sieht auch jetzt zum Beispiel sehr schön, ich habe hier oben diverse Benachrichtigungen erhalten. Also die Notch ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts mehr sehe. Ich habe hier auf der rechten Seite meinen Akku in Prozent. Das könnte ich noch deaktivieren, aber ich bin einfach Fan davon, dass in Prozent auch dran steht, wie viel der Akku eben hat. Empfangsstärke und WLAN und der Wecker wird angezeigt. Und links habe ich zum Beispiel die Uhrzeit, Instagram, hier jetzt noch ein Google-Foto-Dings und eben ein Punktsymbol, wo eben zeigt, dass da eben noch mehr Benachrichtigungen drin sind. Also die Zeile ist nicht ohne Grund da. Ich will das Notch-Thema nicht schon wieder anfangen, aber wie gesagt, für mich ein gutes Ding, jeder muss es selber entscheiden. In Sachen Geschwindigkeit gibt es natürlich sowieso gar nichts zu sagen, hier gibt es nichts, was ruckelt. Der Launcher ist pfeilschnell, egal was ich mache. Das ist einfach aktuell alles, was geht, kann man wirklich nicht meckern. Die 4 GB Arbeitsspeicher finde ich ein bisschen wenig, weil wir haben schon Geräte mit 6 und 8. Aber ich weiß nicht, wer, wenn ich google, sollte wissen, wie viel man braucht. Es gibt 3 Jahre Garantie auf Updates und so weiter. Also es sollte auf jeden Fall noch eine ganze Weile passen. Wir haben natürlich die neueste Version von Android 9 drauf. Wir können in die Einstellungen gehen und kurz nachschauen, was für eine Version da drin ist. Und zwar Pixel 3 XL, soweit klar, E-Mail-Nummer so und so, Android-Version 9, wie gesagt, also aktuell. Ich denke, zu Android selber muss ich hier nicht wirklich was sagen. Wir können noch mal kurz auf die Kamera eingehen. Bedeutet, wenn man hier reinschaut, sieht man, dass auch hier schon wieder die Notch, die Symbole neben der Notch anfangen eingeblendet zu werden, die man nachher eben bedienen kann und eben nicht in dem Bereich drin wären. Das ist natürlich klar. Hier gibt es die ganzen Regler für Porträtmodus, für Panoramamodus und so weiter. Bei mir gibt es dann so Sachen wie den Google Playground, der auch neu ist. Da habe ich schon mal irgendwo ein Foto geschossen. Ich gehe mal kurz zurück. Da, hier. Da sieht man zum Beispiel, wie Tony Stark in Form von Iron Man neben mir steht. Wird dann witzigerweise eben auch eingeblendet. Da sieht man halt, dass das Gerät nicht nur erkennt, wer hier eine Person ist, sondern eben auch kurz mal eine Figur einblendet oder hier mal kurz einen kleinen Stormtrooper. Witzige Sache, die bewegen sich natürlich auch in Realität. Hier ist jetzt nur ein Foto dargestellt. Aber wie gesagt, also gerade für die Fotos, da hat Google definitiv was rausgehauen. Ansonsten, wie gesagt, ich habe es in Benutzung, akkutechnisch kann ich nicht meckern. Ich habe am Abend noch 20-30% übrig, 3500 mAh, sehr gute Sache. Nicht ganz so viel wie P20 Pro, aber es ist auch ein sehr schlankes Android, also da gibt es nicht wirklich viel, was nebenher noch rumfunkt. Und von daher reicht mir auch der Akku und so weiter wirklich über den Alltag locker raus. Was wir noch machen können, ist vielleicht mal kurz in YouTube gehen und ein Filmchen abspielen, damit ihr mal die 2 Lautsprecher anhören könnt. Ob das natürlich nachher im Video wieder so rüberkommt, ist eine andere Frage, aber wir machen es trotzdem. Nehmen irgendein Video zum Bleistift hier, den Vogel. So, da kommt natürlich noch hübsch Werbung, ist eh klar. Die warten wir noch kurz ab. So, Werbung überspringen. Spulen ein bisschen rein. Und dann kann der Vogel labern. Und dann, jetzt kommt der Trick. Im Optimalfall habt ihr natürlich schon alles ausgemessen. Ich habe das zugehalten. Ja, und jetzt fahre ich einfach nur mit dem Teil. Jetzt ist oben einfach noch ein schöner Speaker mit dabei. Auf eine gleiche Länge. Tipptopp. Wir haben natürlich in dem Gerät keinen Klinkenstecker mehr. Es gibt Typ C, es gibt in der Packungsbeilage einen kleinen Typ C zu Klinkenadapter, wie üblich. Es gibt auch einen Typ C zu USB Alt, also 2.0, nein, Typ A, wie auch immer. Kleinen Dongle, der ist auch im Lieferumfang drin.
Aber ihr braucht halt auf jeden Fall Kopfhörer dazu, die mit entweder Typ C angeschlossen werden oder mit dem Adapter. Ich habe so einen Adapter, der auf dem P20 Pro funktioniert. Der macht dann auch den Typ C, schleift er praktisch durch, damit ich nochmal einen Typ C-Anschluss habe und dann praktisch noch laden kann nebenher und den Klinkenstecker benutzen kann. Der funktioniert witzigerweise auf dem Pixel 3 XL nicht. Da kommt dann nicht kompatibles analoges Zubehör angeschlossen. Deswegen, also auf jeden Fall der Adapter, der dabei ist, funktioniert für Ton. Aufladen dann vielleicht nebenher mit QI, keine Ahnung, kann man raussuchen, wie man möchte. Es gibt eine Schnellladegeschichte, das heißt, das Gerät lädt mit 18 Watt auf. Das integrierte Netzteil kann ich nochmal kurz rausholen, weil es mich jetzt tatsächlich auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm habe. Es ist auf jeden Fall ordentlich dimensioniert. Und das kann ich euch auch gleich vorlesen, nämlich wir haben ein Output bei, von, Moment, und zwar 5 Volt 3 Ampere und 9 Volt 2 Ampere. Das ist auf jeden Fall eine Schnellladegeschichte und funktioniert tatsächlich recht fix. In meinen Test kann ich da wirklich nicht drauf eingehen. Ich lade die Geräte immer über Nacht. Also wenn ich im Abend ins Bett gehe, stecke ich das Ding ein, fertig. Und deswegen die Geschwindigkeit ist, wie bei jedem anderen Gerät auch, nicht zu verachten. Es gibt auch so eine Schnellgeschichte. Es ist ein Snapdragon drin. Das heißt, wenn ihr das Ding anschließt und mal keinen Saft habt, dann reicht eine halbe Stunde und habt wieder so ungefähr die Hälfte von der Energie. Das gibt es auch bei Pixel 3 XL. Was auch noch gesagt werden muss, wenn ich es gerade in der Hand halte, ist es ein Headset dabei. Das integriert ist in diesem Kopfhörer der Google Assistent schon drin. Das heißt, ihr könnt einfach außen auftippen auf das Gerät und dann kommt der Google Assistent und ihr könnt den ganz normal benutzen. Die Teile sind auf jeden Fall auch schon dabei im Lieferumfang. Und zum Laden haben wir auch schon jetzt genug gesagt. Antutu wollte ich nebenher starten und euch zeigen. Allerdings sagt der Google Play Store, dass meine Hardware nicht mit der App kompatibel wäre. Jetzt lade ich halt mal nebenher Geekbench runter und starte den dann nachher. Was ich euch noch zeigen kann und möchte, ist der SIM-Slot, weil wir haben nicht wie bei anderen Geräten heutzutage meistens der Fall Dual-SIM, sondern nur einen Slot für eine einzelne Nano-SIM-Karte. Auch nicht auf der Rückseite oder sowas, sondern eine SIM-Karte passt rein, sonst nichts. Also keinen Speicher. Bei Speicher gibt Google an, dass man bis 2022 Bilder, die mit dem Pixel 3 geschossen wurden, in voller Auflösung in Google Fotos gespeichert bekommt, also über die Cloud dann synchronisieren kann. Wenn ihr tatsächlich es schafft, den 64 oder 128 GB Speicher vom Handy voll zu machen, werden automatisch ältere Fotos, auch über eine Automatik, schon gelöscht, die aber schon in Google Fotos gesichert wurden. Also da checkt das Gerät das ab, ob das tatsächlich der Fall gewesen ist und dann werden die alten auf dem Handy gelöscht, damit wieder ein bisschen speicherfrei ist. So viel zu dem Thema Speicher und Fotos und wir starten einfach mal nebenher Geekbench. Wenn Antutu nicht funktioniert, probieren wir einfach mal den und lassen mal den Geekbench laufen. Hier wäre also unser Geekbench Score. Wir haben 2355 zu 8327. So viel dazu, Pixel 3, 4 GB Speicher. Die ganzen Geschichten haben wir ja vorhin schon vorgelesen. Dürfte in dem Fall keinen mehr stören oder interessieren. Ich kann leider nichts anderes nachreichen, weil wie gesagt, Antutu funktioniert nicht. Ich kann euch nur sagen, ihr seht ja auch hier, wenn ich irgendwo hin scroll, sogar wenn ich hier rüber scroll zum Google Newsfeed, auch der läuft, obwohl ich gerade, den habe ich noch gar nicht aufgerufen gehabt. Also ich kann hier durchscrollen, fluppt, gehe wieder zurück, Homescreen, Widgets, keine Ahnung, alles funktioniert. Dann kann ich die Icons raufziehen, Launcher, alles tipptopp. Eine schöne Geschwindigkeit, keine Ruckler, kein gar nichts. Es ist einfach pfeilschnell. Ihr könnt alles starten, Spiele, Snapdragon 845. Was soll man da schon Negatives sagen? Das soll es dann soweit gewesen sein im kleinen Video zum Thema Google Pixel 3 XL und Google Pixel 3, nebst ein bisschen Zubehör. Hätte ich euch gerne schon viel früher gezeigt, allerdings wie gesagt, ein Tonproblem auf dem Google-Event, von daher wird es hiermit nachgereicht und ein bisschen länger dafür und mit schöneren kleinen Kamerafahrten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr uns abonniert. Die Klingel bitte auch gleich drücken, damit ihr dann seht, dass ein neues Video hochgeladen wurde und gleich informiert werdet. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Es dürfte den Monat auf jeden Fall noch sehr interessant sein. Folgt uns. Es steht Huawei auf der To-Do. Es stehen noch diverse andere Events auf der To-Do. Ihr werdet garantiert nicht enttäuscht sein. Bis dann. Ciao.